Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Ich bin Özlem, mein Spitzname ist der Mampfer und den habe ich nicht umsonst, denn ich liebe es zu mampfen. Und in meiner Aufgemampft-Videoreihe zeige ich euch immer Verpackungen von Produkten, die ich aufgegessen habe und erzähle euch, wie ich sie fand. Und bei manchen Sachen waren sie richtig, richtig nice. Manche Sachen... wann er geht so. Ich habe Hunger und kann mich gerade gar nicht so doll konzentrieren, weil ich die leckeren Verpackungen vor mir sehe. Ich würde sagen, wir machen das Intro und danach zeige ich euch meine Mampfer-Produkte. Ja, Digis, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal kostenlos abonniert. Lasst uns eine Wette machen. Wenn ich schaffe, dass eine dieser Sachen euch richtig heftig interessiert und ihr es kaufen wollt, weil es so lecker klingt, dann abonniert ihr ihn und wenn nicht, dann habe ich halt verkackt. Aber ich würde mich sehr freuen, weil ihr werdet, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, ein Teil meiner Community. Und das ist super, super toll, weil meine Community ist richtig klasse. Alle Sachen, die ich hier zeige, habe ich selber gekauft, außer zwei, drei Sachen. Die waren in einer My Sugar Gang Box. Das ist so eine Essensbox mit Naschi-Kram und so. Die habe ich als PR-Paket zugeschickt bekommen. Dieses Video ist nicht bezahlt, aber ich werde euch in die Infobox einen Rabattcode für Sugar Gang packen. Falls ihr da mal irgendwie eine Box holen wollt, könnt ihr mit dem Code sparen. So, weil den habe ich von denen dauerhaft bekommen. So, aber das ist jetzt nicht gesponsert oder so, aber falls euch die Sachen krass interessieren, die ich euch zeige. Und dann würde ich sagen, lasst uns anfangen. Wir beginnen mit Duplo White. Und das Ding ist, obwohl ich es liebe zu mampfen und Sachen auszuprobieren, habe ich mich ewig davor gedrückt, Duplo White zu probieren. Ehrlicherweise finde ich die normalen Duplos jetzt nicht so krass. Die Werbung früher war heftig, die sie da gemacht haben. Mit diesem, der bastelt irgendwas aus der Duplo-Packung. Aber, weiß nicht, also es gibt andere Sachen, die ich einfach bevorzuge. Aber mein Ehemann hat sich dann Duplo White geholt und ich hatte irgendwann so richtig heftig Bock auf Schokolade und ich hatte keine da, weil ich manchmal in so einem komischen Film bin, dass ich sage, nee, ich kaufe keine Süßigkeiten, ich kaufe nur Bio Knabbersachen und dann esse ich anstatt einer Packung Schokolade 20 Packungen Bio-Sachen und denke, das ist geil. So, deswegen habe ich dann diese Duplo White probiert und ich muss sagen, das ist schon sehr, sehr interessant. Also wenn ihr weiße Schokolade mögt, es ist nicht zu süß, weil manche Sachen isst du und dann wird dir schlecht, weil es so süß ist. Nein, es ist eine schöne weiße Schokolade mit einem knusprigen Keks drin, der aber nicht zu knusprig ist, sondern nur leicht knusprig. Und das ist ein knuspriges, schokoladiges Erlebnis. Packt sie in den Kühlschrank, dann schmecken sie auch sehr, sehr lecker. Mir hat das geschmeckt und ich habe mich gefreut, dass ich es probiert habe. Und deswegen kann ich euch Duplo White empfehlen. Übrigens, wenn ihr Erfahrung habt mit den Sachen, die ich euch jetzt zeige, schreibt mir das auch sehr gerne in die Kommentare, weil ich lese immer alle eure Kommentare und vielleicht ist das auch nochmal für die anderen Follower interessant. Jetzt wird's Kellogg's-lastig. Ich habe mir diese kleinen Mini-Packungen von Kellogg's geholt, weil meistens schaffe ich es nicht, eine große Packung Kellogg's aufzuessen und ich möchte auch nicht, dass irgendwie Kellogg's unnötig in Müll kommen. Es gibt auch große Kellogg's-Packungen in diesem Video. Aber ich dachte mir, die kleinen sind super, um euch vielleicht ein bisschen die Geschmacksrichtung zu zeigen. Ich muss sagen, in so einer Packung sind 30 Gramm. Also krass satt macht das nicht. Wenn ich das morgens frühstücke, hält mich das vielleicht 2-3 Stunden höchstens satt, aber du hast dann wenigstens was Kleines im Magen. Diese Kellogg's hier kann ich euch sehr empfehlen. Es gab so ein 6er-Pack, glaube ich, mit so kleinen Packungen. Da waren die drinne, die habe ich als Kind schon sehr geliebt. Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich gucke im Moment so ein bisschen, dass ich günstige und teure Essensprodukte miteinander vergleiche. Und da habe ich auch vor, Videos für euch zu drehen. Bei Kellogg's, muss ich sagen, habe ich immer das Gefühl, dass die originalen Kellogg's besser schmecken als nicht originale. Also wenn ihr da irgendwie andere kennt, wo ihr sagt, nee, das ist anders, dann sagt es mir, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber bisher war es immer so, dass die originalen Kellogg's für mich immer die besten waren. Das hier sind schöne Schoko-Kellogg's, die schmecken richtig lecker mit Milch. Die kann ich euch deswegen sehr empfehlen. Die mag ich sehr gerne. Dann habe ich hier diese Kellogg's Frosties. Das sind so ganz normale Cornflakes mit so einer nicht Zuckerschicht drauf, aber so steht das hier. Ich kann es nämlich nicht so gut beschreiben. Nee, steht hier nicht. Ja, es ist so, das sind solche Kellogg's, ganz normale, nur mit so einer süßen Schicht drauf. Finde ich auch ganz cool. Kann ich daher auch empfehlen. Ich habe halt diese ganz normalen Kellogg's hier, die wollte ich euch auch nochmal zeigen. Falls ihr ganz normale Kellogg's mögt, sind die ziemlich cool. Wenn ihr es aber ein bisschen süßer mögt, würde ich euch die hier empfehlen. Aber auch das hier sind beides Sorten, die ich empfehlen kann. Das sind einfach die Standard-Kellogg's. Da habe ich auch das Gefühl, dass die Originalen die besten sind. Die sind einfach schön knusprig, die kannst du schön mit Milch essen. Da passt einfach alles. Und für die süßen Liebhaber von euch, nehmt die hier mit dem Tiger. Ist das ein Tiger oder...
Was ist das? Löwe ist es nicht, es ist ein Tiger. Wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, was es ist, bitte. Hier seht ihr es nochmal im Groß. Dann habe ich in der Sugar Gang Box diese M&Ms gehabt mit Peanut Butter. Und diese Sugar Gang Boxen sind so, die haben mir mal geschrieben, weil die ein Video von mir lustig fanden. Und die schicken mir manchmal PR-mäßig so eine Sugar Gang Box. Und das ist ganz cool, weil da sind Sachen drin, die würde ich mir niemals kaufen, weil ich bin auch manchmal so. Ich traue mich manchmal auch nicht, neue Sachen zu probieren, weil ich denke, was ist denn, wenn es nicht schmeckt? Diese M&Ms mit Peanut Butter, also meine Lieblings-M&Ms sind die gelben mit der Nuss drin, aber Peanut Butter, sag ich euch ganz ehrlich, ist auch nochmal ein sehr interessantes Erlebnis. Du hast das Knusprige von M&Ms, du hast das Schokomäßige und drinnen hast du nochmal Erdnussbutter, das ist schon krass. Also ich hatte letztens welche, die waren auch von Sugar King mit Brownies drin, das habe ich nicht gefeiert, muss ich sagen, aber so Erdnussbutter. Wenn ihr M&Ms mögt und mal ein bisschen die Fühler ausstrecken wollt in eine andere M&Ms Richtung, dann probiert die hier mit Erdnussbutter gerne aus, weil die kann ich auch empfehlen. Dann habe ich vor kurzem diese Kekse gekauft. Ich glaube, das war bei Aldi. Das war einfach so ein Keksding, weil ich habe gerne Kekse zu Hause für Besuch. Aber meistens ist es so, dass ich die Kekse aufesse und dann, wenn der Besuch da ist, habe ich keine. Deswegen kaufe ich dann 2 oder 3 Packungen Kekse. Ich weiß auch nicht, aber eigentlich kaufe ich immer nur Kekse, damit ich welche da habe, wenn Besuch kommt. Die hier fand ich ganz cool. Ich muss sagen, es gibt andere Kekspackungen oder Sets, die ich bevorzuge, weil ich hatte hier schon das Gefühl, dass viele Sorten sehr künstlich geschmeckt haben und das mag. Aber wenn man Kekse kaufen möchte und jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchte, so Walsenkekse oder so Markenkekse, dann kann man hier auf jeden Fall drauf zugreifen. Guck mal, hier sind 2, 4, 6, 8, 10 Sorten drin und davon mochte ich 5. Ja, ist halt 50-50. Aber vielleicht mag euer Besuch dann die anderen 5 und dann habt ihr halt coole Kekse, wo ihr sparen könnt. Aber ich wollte euch einfach mal meine Erfahrung dazu halt erzählen. So, ich persönlich mag Walsenkekse, also das ist jetzt eine Marke, die ich sehr mag, weil kenne mehr, aber es ist ja auch nicht jeder vielleicht bereit, super viel Geld für Kekse auszugeben. Und wenn ihr da mal eine coole Alternative sucht, ich glaube, es ist auch nie so, dass man alle Sorten mag in so einer Packung, dann könnt ihr euch auf jeden Fall bei Aldi die hier holen. Ich meine, es war Aldi, weil damit habt ihr dann auch schön Kekse für Besuch. Weil ich finde, das ist immer was Schönes, wenn man Besuch hat und dann so Kekse serviert, das ist doch irgendwie, weiß ich nicht, das ist doch immer, das ist was Häusliches. Man sitzt dann zusammen, trinkt ein Käffchen und knabbert Kekse. Ist doch schön. Dann wollte ich euch einmal diese Kellogg's zeigen. Das sind so Honig-Pop- Dinger. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Das ist auch eine der wenigen Packungen, wo ich tatsächlich schaffe, eine ganze Packung aufzuessen, ohne dass es irgendwann schlecht wird. Das sind schöne, luftige, crunchy Dinger, die nach Honig schmecken. Sehr lecker mit Milch. Kann ich sehr empfehlen. Sind auch welche von meinen Lieblings-Kelloggs und kaufe ich auch. Ja, seitdem ich ein Kind bin, esse ich die eigentlich. Und ist halt ein bisschen Kelloggs-Inspiration jetzt hier. Was ich hingegen nicht mochte, sind diese Unicorn Fruit Loops von Kelloggs. Die habe ich mir gekauft, weil ich sie als Kind wirklich sehr, sehr gerne mochte. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob sie was verändert haben, fühle ich sie nicht mehr so. Ich habe das Gefühl, ich habe die Packung neu aufgemacht und es hat geschmeckt, als wären die Kelloggs alt. Die haben nicht wirklich schön fruchtig geschmeckt, sondern eher so wie alte Kelloggs, die ein bisschen künstlich schmecken. Das fand ich sehr schade, weil als Kind habe ich die wirklich sehr, sehr geliebt. Die hier kann ich nicht empfehlen, die würde ich mir nicht nochmal kaufen, weil das hat einfach, nee, also das war auch das Geld dann nicht wert, das dafür auszugeben, weil das hat einfach künstlich, komisch, alt. Dann habe ich hier von, ich weiß gar nicht, wie man die Marke ausspricht, ESN, Essen, diesen Whey Protein Shake getrunken. Auch mit diesen bunten Kelloggs, die ich euch gerade gezeigt habe, in diese Geschmacksrichtung. Und ich muss sagen, das habe ich jetzt nicht so krass gefühlt. Ja, also ich habe mir von denen einige Shakes geholt, um sie auszuprobieren. Aber die hat jetzt geschmeckt, als ob du Milch mit den Kelloggs mischst, die nicht so geil sind, und das dann trinkst. Also es hat so ein bisschen künstlich, fruchtig nach alten Kelloggs geschmeckt. Also würde ich mir nicht nochmal holen. Also ist natürlich auch immer eine Geschmackssache und so einen Geschmack herzustellen, ohne dass er krass künstlich schmeckt, stelle ich mir schon schwer vor, aber nee. Also ich bin gespannt auf die anderen Sorten, aber die hier, die war tatsächlich leider nichts. Dann habe ich diese Haribo-Pfirsiche gehabt. Digga, warum steht bei Haribo zum Teilen, Bro? Manchmal will man seine Gummibärchen nicht teilen. Mit euch würde ich sie teilen, weil euch habe ich lieb. Aber mit den meisten nicht. Also, naja. Auf jeden Fall, also doch, ich würde teilen. Ich würde es nicht jedem von Herzen geben, sag ich ganz ehrlich. Aber ich würde trotzdem teilen. Aber ja, ist, naja. Auf jeden Fall sind das, ich bin halt auch bei Haribo immer so ein bisschen, was kaufe ich und was nicht. Weil ich könnte ja etwas kaufen, von dem ich weiß, dass ich es mag. Warum soll ich dann was anderes kaufen, wo ich nicht weiß, dass ich es mag? Die hier hat mein Mann geholt und ich muss sagen, die haben mir gefallen. Das sind so Gummibärchenmäßige Dinger, also Fruchtgummis. Aber die haben nicht die Konsistenz von Gummibärchen, sondern so diese andere Art von Konsistenz. Ich kann es euch leider nicht erklären. Und haben so eine Frucht, so eine, nicht Zuckerschicht drauf, aber so eine Schicht mit so, Digga, ich verkacke heute echt ein bisschen mein Video, ne? Aber was ich euch sagen kann, wenn ihr Pfirsich mögt und wenn ihr etwas sucht zum Naschen in diese gummiartige Richtung, dann ist das ein cooles
schönes Produkt. Ich fand nicht, dass sie künstlich geschmeckt haben. Ich fand, es war eine gute Mischung, weil oft schmecken solche Sachen sehr künstlich oder es wird einem schlecht oder so. Nein. Wenn ihr Pfirsich mögt und etwas zum Naschen wollt, dann probiert diese Haribo Pfirsiche aus. Die kann ich euch nämlich empfehlen. Dann habe ich hier so Glazed Mini Donuts gehabt. Die waren auch in dieser Sugar Gang Box. Und ich muss sagen, die haben mir nicht gefallen. Also die waren irgendwie, die haben geschmeckt wie Donuts, die alt sind, aber noch weich. Also die haben mir einfach gar nicht gefallen. Also ich dachte so, Bro, nee, mag ich nicht. Also falls ihr die mal irgendwo seht, weil Sugar Gang hat ja oft Sachen, die man, glaube ich, nicht überall kaufen kann. Kauft sie euch nicht, weil das sind keine geilen Donuts, sondern du isst sie und denkst so, Bro, na, nee, die Kalorien tue ich mir jetzt für den Geschmack nicht an. So, und deswegen... Nö. Als letztes Produkt, das habe ich auch von diesem Sugar Gang Kram, habe ich diese Sour Patch Kids Extreme Dinger. Super sour than sweet. Und das kann ich bestätigen. Du isst diese Dinger und hängst da so echt sauer, aber nicht künstlich sauer oder komisch sauer oder so Center Shock mäßig sauer, sondern einfach so, oh krass, das ist gerade sauer. Und dann knabberst du ein bisschen rum und kaust und dann werden sie süß. So, wenn ihr also saure Süßigkeiten mögt und nicht die ganze Zeit sauer haben wollt, sondern danach so ein bisschen süß, dann ist das auf jeden Fall was Cooles. Ja, die sind auf jeden Fall sauer. Also das Werbeversprechen, super sauer und dann süß, kann ich bestätigen. Die würde ich mir auch nochmal kaufen, weil ich muss sagen, das fand ich schon ziemlich cool mit diesem sauer und dann plötzlich süß. Oh, Überraschung. Ja, die kann ich euch da auch empfehlen. Und als letztes hatte ich hier so einen Drink. Paradise Punch Lemonade. Und ich habe auch von diesen, das ist auch von Sugar Gang, die haben manchmal so Getränke und manchmal richtig heftige Getränke. Digga, letztens habe ich Fanta mit Erdbeere, nee, mit Ananas gehabt und ich dachte mir, das wird safe nicht schmecken. Und es hat sowas von geschmeckt. Also man soll nicht zu krass voreingenommen sein. Diese Limonade fand ich jetzt nicht so heftig. Ich trinke ja sowieso meistens Wasser oder Wasser mit so Tee, das dann kalt ist und so. Das war für mich persönlich nichts. Also das hat für mich recht künstlich geschmeckt und ich mag es nicht, wenn Sachen sehr künstlich schmecken oder riechen und sowas und deswegen würde ich mir das nochmal holen. Also so normal zum Trinken fand ich es gar nicht cool und ich habe es dann einfach mit Wasser gemischt, damit mein Wasser ein bisschen Geschmack hat, aber ja, schwuppdiwupp, das ging schnell. Es waren viele Kelloggs, aber vielleicht sind ja manche Kelloggs-Liebhaber bei euch dabei. Ich weiß manchmal nicht, was ich morgens frühstücken soll und bevor ich dann gar nichts frühstücke, greife ich halt zu Kelloggs. Ja, wenn ihr Erfahrung habt mit den Essenssachen, die ich euch jetzt gezeigt habe, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare und ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben bei dem Video freuen. Und das war's dann auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.